Wer schon einmal das Archäologische Landesmuseum in Konstanz besucht hat, konnte möglicherweise auch eine der Playmobil-Sonderausstellungen bewundern. Seit Jahren werden historische Ereignisse oder das Leben in früheren Zeiten auf großen Dioramen und mittels Playmobil-Figuren dargestellt. Günther Sülzle ist einer der Modellbauer, der sich immer wieder neue Szenerien ausdenkt und realisiert. Heute lässt er uns einmal hinter die Kulissen schauen und berichtet von den Anfängen. Also das war ein Mitarbeiter hier im Museum, der hatte die Idee, der Patrick Rau. Der wollte irgendwie was Kindgerechtes fürs Museum hier machen, eben auch was, was kleine Kinder anspricht. Und kam dann auf die Idee, mit Playmobil-Figuren archäologische Themenbereiche darzustellen. Pfahlbauten, Kelten, Römer. Es gibt fast nichts aus der Archäologie, was die Macher in den vergangenen Jahren nicht schon auf diese Weise veranschaulicht hätten. Gerade steht das Modell zum Jubiläum der Gründung des Klosters Reichenau kurz vor der Fertigstellung. Und hier in Konstanz haben wir eben auch Ausgrabungen von der Klosterinsel. Da wird über Jahrzehnte wird da eben schon auch archäologisch geforscht. Da gibt es auch Publikationen dazu. Man hat Kirchengrundrisse und wir haben da hinten ja diese Kirche, die da im Bau sich befindet. Da haben wir das Vorgänger-Kirchengebäude, wird nach zwei Seiten erweitert. Und das kann man archäologisch aufgrund der Befunde recht gut nachvollziehen. Und da orientieren wir uns am Originalbefund. Andere aktuelle Anlässe waren 1414 bis 1418 das Konzil. Da haben wir in der Zeit eben auch zum 600-jährigen Jubiläum dann eben der Playmobil-Ausstellung zum Thema Konzil Konstanz quasi nachgebaut und das Konzilsgebäude. Und so greift man immer aktuelle Themen eben auf und versucht es eben vom Archäologischen her wissenschaftlich exakt darzustellen, aber auf eine spielerische Art und Weise. In der Modellwerkstatt des Archäologischen Landesmuseums existiert dazu eine faszinierend große Sammlung von Playmobil-Figuren und Ausstattungsteilen. Manchmal klappt es sogar, dass die benötigten Figuren direkt im Handel passend erworben werden können. Häufig jedoch ist mal weniger oder mal mehr Nacharbeit notwendig. Ja, also wir gucken erstmal, gibt es Playmobil-Figuren, die in die Zeit passen? Ja, also wie jetzt zum Beispiel unser Thema ist jetzt hier auch Mönchtum. Und dann gucken wir, gibt es von Playmobil Mönchsfiguren? Und die gibt es tatsächlich, nur sind die von den Zisterziensern. Also da gibt es einige aktuelle Modelle. Und wir brauchen Benediktiner. Zisterzienser haben schwarzes Kutten an und wir brauchen eben schwarze für die Benediktiner. Das heißt, wir müssen die dann quasi nochmal nachmalen und nachkolorieren, damit es dann eben auch passt. Und wenn es irgendwas nicht gibt aus der Zeit, dann müssen wir tatsächlich hergehen und ich hole gerade mal so ein Figürchen. Hier zum Beispiel eine Dame im Kleid, das so 8. bis 9. Jahrhundert getragen wurde. Da gehen wir her und modellieren das dann mit Papierhandtüchern und mit Leim und so nach und ziehen die dann quasi zeittypisch an. Diese Playmobil-Welten werden nicht nur für das Archäologische Landesmuseum erstellt. Günther Sülzle produziert auch für historische Jubiläen in anderen Gemeinden. Heute fand eine Besprechung mit Wolfgang Panzer aus Hilzingen statt. Das nächste neue Projekt, was sich direkt jetzt für mich anschließt, wäre Hilzinger Kirchweih von 1524. Da soll auch eine kleine Platte mit 2x2 Metern gemacht werden, wo dann eben so ein paar Szenen aus der Zeit dargestellt werden. Eben auch das Dorf Hilzingen mit Kirche, Gasthaus und vielleicht ein Bauernhaus. Und da geht es dann auch eben weiter mit Modellbau und Playmobil-Männchen, gucken, ob es die aus der Zeit gibt. Landsknechte vielleicht oder Spielleute oder auch irgendwie einfachere Bauern und so nicht, müsste man die halt auch wieder einkleiden und anziehen und eben im Stil der Zeit kleiden, dass man die eben dann in Szene setzen kann. Es ist deutlich zu spüren, mit welcher Freude Günther Sülzle seine Arbeit ausübt. Er kann sich wohl nichts Schöneres vorstellen und ist froh,
dass ihm das Museum diese Möglichkeit bietet. Was das Museum das macht, finde ich ganz großartig. Also das muss auf jeden Fall unbedingt lobend erwähnt werden, ja, dass jemand so verrückt ist und sowas macht. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Like und jedes Abo.